falsches Skript. Ja, willkommen, liebe Heavy-Metal-Fans und liebe Trash-TV-Fans, vor allen Dingen vorneweg natürlich die Dschungelcamp-Fans. Tag 2 und es fliegt so richtig die Kuh. Fangen wir mit dem langweiligsten vorweg an. Günter Krause ist raus. Schlaftablette. Frage, warum ist der im Dschungel gewesen mit 1000 Leiden? Ganz ehrlich, wenn wir einen alten Mann von der CDU da drin haben wollen, der auch ein bisschen durchhält, dann schickt bitte Philipp Amthor da rein. Machen wir weiter mit Drama, Drama, Drama. Dani Büchner nutzt das Dschungelcamp meines Erachtens nach so richtig schön für ihre Drama-Session rund um ihre Familie, was sie augenscheinlich werbewirksam, zuschauerwirksam ausschlachtet. Was der Zuschauer allerdings richtigerweise damit macht, dazu später mehr. PS, die Zuschauer sind geil. Meines Erachtens nach ist dieses gesamte Rumgeweine, Rumgecringe um ihre Familie wirklich voll kalkuliert und zielt wirklich, naja, egal, ihr wisst schon. Anschließend, also es ist heute wirklich so die Drama-Folge heute gewesen und das an Tag 2, das muss man sich mal reinziehen. Das passiert normalerweise so in der Mitte der Staffel von diversen anderen Uschis, wo ich immer noch nicht den Namen weiß und sie sind eigentlich so blass und so uninteressant. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wissen werde. Na, mal wissen, ist egal. Auf jeden Fall, es folgte eine Menge Rumgeweine, verschiedenste Dramen, ob die jetzt wirklich wahr sind oder nicht. Die Gesichtstätowierte, genau, also da kann ich so ein bisschen verstehen und nachvollziehen, dass das echt scheiße ist, so mit Mobbing mit auf der Straße und so. Die Tripse, genau. Okay, aber es ist... Ah, scheiß drauf. Was ich jetzt wieder gut fand, Anastasia, scheiß drauf, ist auch egal. Die ist zu Daniela Büchner gegangen, um das Gespräch zu suchen, um mal zu klären, was damals überhaupt irgendwie da los war. Ich fand richtig gut, dass Anastasia da wirklich sehr einsichtig war und auch den Fehler bei sich gesucht hat. Also ich fand es wirklich reflektiert, das, was man eigentlich so Dschungelkandidaten ja gar nicht zutrauen würde. Daniela allerdings nur augenscheinlich versöhnlich und auf der anderen Seite dann wieder rumgezickt und wieder gegen Anastasia geschossen. Ziemlich mies und auch das haben die Zuschauer natürlich honoriert. Kommen wir zum Lieblingsthema heute, die Dschungelprüfung. Hin mussten Elena und Daniela Büchner. Wie diese Elena am Hinter heißt, weiß ich nicht. Vergesse ich auch immer, ist egal, steht in meiner Kandidatenliste. Beide Mursatten jedenfalls herrlich rum. Oh ja, Dschungelprüfung, voll schlimm. Die Gruppe war sehr motiviert oder wirkte sehr motivierend auf die anderen ein und stellte auch gleich in Aussicht, versöhnlich zu sein, selbst wenn das nicht mit einer Menge Sterne klappen würde. Also okay, vom Gruppenverhalten. Wo ich dann jetzt allerdings anfangen musste zu lachen. Das war wirklich herzlich lachen. War, dass einer der Kandidaten sagte, die Zuschauer würden ja gleich am Anfang immer das schwächste Tier der Herde in die Prüfung schicken. Das ist nicht richtig. Die Zuschauer schicken das größte Arschloch in die Prüfung. Am Anfang sollen sie angeblich die Schwachen schicken und später hat man da Mitleid und dann würden die Stärkeren geschickt werden. Nein, die Arschlöcher werden geschickt und zwar immer. Egal, ob die Arschlöcher stark sind oder ob sie schwach sind. Die Arschlöcher werden geschickt. Nun aber zur Prüfung selber. Irgendwann standen Elena und dann Dani Büchner vor dieser Höhle des Grauens. Prinzip war zwei gleich aufgebaute Tunnel. Unten mussten Sterne gefunden werden, oben hochgereicht. Unterer stand unter Wasser, diverse Viecher schwammen irgendwie drumherum. Naja, sei es halt drum. Nicht der größte Hit, aber was soll's. Dani Büchner sollte unten rein, Elena oben. Und ja, dann alleine schon beim Einstieg da drin. Mächtiges Rumgeheul auf Büchners Seite. Von Es ist nass, da sind Tiere drin, die beißen mich. Bis hin zu, als sie im Tunnel war, ich krieg keine Luft. Und jeder weiß, das heißt im Dschungelcamp nicht, ich kriege keine Luft. Das heißt The breath went away. So und nicht anders heißt das im Dschungelcamp. Die Büchner ist einfach nur eine
hysterische Alte. Ganz ehrlich, wir haben schon gedacht, dass Gisela letztes Jahr die Heulsuse wäre. Ganz ehrlich, gegen Dani Büchner ist Gisela, Giselle aka, voll der Dschungel-Rambo gewesen. Ende vom Lied, 0 Sterne. Camp ging dann auch relativ fair damit um, keine Vorwürfe, bla bla, fertig. Danach gab es noch ein bisschen Wendlerbla und dann kam dann nach diesem Wendlerbla noch ordentlich Spekulationsschlangen zum Vorschein, die dann echt noch richtig fies waren. Positiv zu vermelden, für Australien, es regnet. Zumindest im Moolooba, wo das Camp ja ist, ist jetzt seit anderthalb Tagen Dauerregen. Das ist natürlich jetzt nicht so der Hit, aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch da Gezicke. Und wer zickt am lautesten? Frau Büchner! Und nur wegen dem Regen will sie raus. Was sagte sie? Kakao, ciao, 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 Kakao? Keine Ahnung, also es war jedenfalls kindisch. Und ich sage nur zu ihrem Wunsch rauszugehen, nein, du bleibst drin, wir wollen über jemanden in den Dschungelprüfungen lachen. Dann gab es zum Ende hin noch ein wenig sanfte Erotik. Und zwar flirteten Sander Kirchberger und Sven Ottke beim Minibox-Training rum. Okay, sind wir mal ehrlich, Sonja ist total geflasht von Sven. Die kriegte beim Erzählen so richtig glänzende Augen. Naja, und der Sven, der sagte, ja, so haben wir mal so ein bisschen so ne, geboxt und so. Und ja, ne? Kurz, den hat das gar nicht interessiert. Diese Gegensätze waren einfach lustig. Machen wir es kurz. Dschungelprüfungsverkündung, sehr einfach. Im Finale der Verkündung, Elena und Daniela und wen? Wundert es nicht, wer muss in die Dschungelprüfung? Daniela. Ich glaube, die Camper werden morgen wieder sagen, ja, du machst das schon. Und am Ende vermute ich mal, es werden zwischen 2 und 3 Sterne sein. Allerhöchstens. Wahrscheinlichkeit dafür, sag ich mal, 60-70% und 30-40%. 0 Sterne. In dem Sinne, ich freue mich auf geile Dschungelzeit. Ich freue mich darauf, wenn ihr mit kommentiert. Bis dahin, stay heavy, euer MK. Bis morgen.